Servus Freunde, wir kommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Penumbra. So, wir sind hier letztes Mal Frisk und kommen hier durch die Tür durch. Der uns hier immer noch auf uns lauert, wie ihr hört. So, hier ist die Keycard, glaube ich. Keycards? I hate Keycards. Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I want to know. So, was haben wir hier noch? Batteries, nice. Hier können wir nichts machen. Okay, aber ich glaube, wir müssen den Scheißweg wieder zurückgehen. Oh nein. Hallo? Okay, wir probieren es, sobald das Licht da ist. Nicht, dass hier Fritz uns gleich wieder im Schatten killt. Okay, los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Geh an. Los. Ja. Nice. Drecksviech. So, und jetzt gehen wir hier zum schönen Raum, wo die Dr. Swanson auf uns wartet. Endlich wieder ein Mensch. Na komm schon. So, wanna let her rot a few more hours, make her really appreciate this daring rescue attempt, or shall we go let her out now, make the most of her while she's vulnerable, huh? Nudge, nudge, wink, wink, eh? Nudge, nudge. Okay, was haben wir hier? Oh, 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 oh. Scheiße, der wird doch jetzt hier nicht auf uns zurennen, oder? Wo soll ich denn hin? Wartet der da oben jetzt auf uns? Nee, ne? Komm, geh weg. Piss dich. Jawohl. Okay, schnell raus hier. Okay. Falls es euch zu dunkel ist, tut mir leid, ich kann jetzt die Taschenlampe nicht anmachen. Ich muss hier dem Typ entkommen. Jetzt dreh dich nicht um. So, wir müssen eigentlich nur noch, glaube ich, geradeaus. Geht er lang, hier geht er lang. Nice. Ausgemoved. Alter, da kannst du nicht gehört haben, Mann. Scheiße. Jetzt habe ich so Bock hier. Nein. Okay, ist wieder weg. Nice. Okay, wir schleichen uns ran. Okay, erst weg. So, hier war doch die Keycard, oder? Alter, kommt das Geräusch schon wieder. Schnell rein. Ja, ist doch rein. Eben. Wollte gerade sagen, hast du doch reingemacht. So. Ich hoffe nicht, dass uns hier wieder gleich Monster oder irgendwas entgegenspringen. So, okay, wir sind drin. Verschiedene Tierskizzen, Spinnen, Würmer, Hunde, Fische und mehr. Wahrscheinlich Bestandteile irgendeiner Studie. Okay, wir fangen mal hier mit den Schubladen an. Leer. Okay, wir haben eine Fackel. Da haben wir leider nichts mehr. Was haben wir hier? Mikroskop. Was haben wir hier? Fotos von Forschungsteam. Große Namen. Okay, können wir nichts mehr machen. Eine Kiste, was ist das? Und was haben wir denn hier? Ein Staubsauger. Okay. Gibt's hier wieder irgendwas zu trinken? Ah ne, letztes Mal hatte ich ja, stimmt, ganz am Anfang hatte ich ja die Münze da dafür. Speichern. Wir gehen aber erstmal noch weiter auf die Plündersuche. Genau hier. Batterien.
Radio. Mülleimer. Ist da was drin? Schmerzmittel oder so? Na komm schon. So. Nur Schmerzmittel. Lange medizinische Texte, ich habe wirklich keine Zeit, sie zu lesen und noch weniger, sie zu verstehen. Ja, das denke ich doch auch. So, ich glaube, wir haben jetzt alles. Da sind wir rein. Ah ne, hier haben wir noch was. Was ist denn das hier? Ein Embryo-Alien oder wie? Yeah. Das ist eine kleine nackte Ratte. Das Geräusch. So. Genug gealbert. Ein Kalender von letztem Jahr. Also wir speichern hier mal. Ja, ja, die Dinge übernehmen mich. Ja, ja, ja. Immer noch das gleiche. So, jetzt gehen wir hier noch rein. So, was haben wir hier? Ein großer Raum mit einer Kiste. Alter! Scheiße. Nein, nicht schon wieder so ein Vogel, nein! Kann ich da rein? Ja, kann ich da rein? Ich muss da rein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah. Oh ja, du Drecksviech. Ich muss da rein, Alter! Alter, Alter, Alter. Alter, komm ich auch nicht weiter. Scheiße, Mann. Mach die Tür zu. Kann ich hier so ein Ei oder so? Jetzt hab ich die Tür irgendwo verschlossen. Na komm schon, komm schon. Oh. Alter, was soll man hier? Ein Rad, ein Hebel. Das verklemmt, solange ich die Kette nach oben ziehe, werde ich es nicht bewegen können. Scheiße. Komm her, ein Paket, komm her, das brauchst du dich. Sie haben Post. Lass mich jetzt da raus. So, also scheiße, wir müssen hier gleich an dem Ding drehen. Jetzt kann ich den Down hin und her rennen und die Eier und das alles werfen, oder? Ja, das Ei, das schmeckt ja doch so gut. Hier. So, jetzt hier weiter drehen. Los, los, los. Drehen, drehen, drehen. Ah, das ist ja scheiße. Das ist ja alles kacke hier. Gib mir die Pakete hier. Und raus da wieder. Mann, ist das eine Scheiße hier. Ich hab gedacht, ihr wartet die liebe Dr. Swanson auf mich. Jetzt habe ich hier wieder so einen Rüpel an der Backe. Na, komm schon. Clownfisch. So, weiter drehen, los. Nein, nach vorne, nein. Uah, das war knapp. Also es ist echt krass, wenn man da keine Sicht nach hinten hat. Weiß man ja nie. Mann, der Vogel hier auf einen wartet. So, weiter geht's. Hopp, hopp, hopp. So, weiter, weiter, weiter. 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 Und jetzt dran ziehen. Ja! Du Drecksviech. Nein. Nein. Hey, I think that's a piece of her skull on your shoe. Wait, don't tell me you really thought. I thought you knew I was pulling your leg. Oh, my best laid plans and all that. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Nein. Komm schon, die müssen noch leben. Ein Schlüssel. Why, oh why, are they always holding a key? Or a note? Or a swipe card? Why is it never, I don't know, a cheese sandwich? I'm starving. Nein, jetzt haben wir die
unsere letzte menschliche Hilfe ausgelöscht. Okay, das Glas habe ich gerade durch die Wand geschmissen. Hier gibt es aber wohl nichts mehr. Scheiße, Mann. Aufgrund der Folge stinkt sämtliches organische Material bestialisch. Ich kann es kaum aushalten. Ja, dann gehen wir wieder raus. Mann, Mann, Mann. Scheiße, seine Scheiße. Ach Gott, Gott, Gott. So, was haben wir denn hier oben noch? Eine Spinne, was ist das? Sind alle hoffentlich tot? Ja, das hoffe ich auch. Okay, hier sind viele Lüftung. Nicht im geringsten, ja, das stimmt. Also, ah, hier haben wir noch Spinte. Batterien, sehr schön. Und nichts mehr, okay. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gemacht, oder? Aber was für einen Schlüssel haben wir eigentlich bekommen? Den Amabel hielt als. Ja, als war's. Okay, was haben wir hier noch drin? Ach, hier kann ich jetzt wieder zurück, okay. Da komme ich ja nicht raus, oder? Ein Tor nach draußen, vermutlich wurden all diese Schachteln von Kisten abgeliefert. Hm. Okay, aber wir speichern hier jetzt nochmal. Mann! Was habe ich denn? Habe ich noch eine Notiz oder so? Was haben wir denn in der To-Do-Liste? Ferngesteuerte Tür, ja, super. Das haben wir ja alles gelesen hier. Hm. Mann, scheiße, hier muss es nur irgendwie einen Hinweis oder sowas geben. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Haben wir irgendwas übersehen, oder? Bilder von wirklich merkwürdigen Lebewesen scheinen deformierte Tiere zu sein. Naja, Fossilien und so weiter. Hm. Gibt's ja auch nichts mehr, oder? Ist ja alles umfangreich, das ist ja eine Spinne. Also hier gibt es nichts mehr. Drüben nochmal schnell nachschauen. Was ist das hier? Ein Wurm. Lecker. Okay. Aber hier haben wir auch nichts. Hm. Nee. Also wir müssen doch wohl dazu zurück. Ah, hier. Was ist hier noch? Ah, hier waren wir noch nicht drin. Toilette, okay. Sieht nicht gut aus. Gluck, gluck, gluck. Klopapier hier rein. Falls man noch einer hier aufs Töpfchen muss. Aber hier kann ich ja auch nichts drin machen, oder? Es wurde mit Blut geschrieben. Verzweiflung scheint hier unten kein unbekanntes Wort zu sein. What have we done? Hm, also ich kann ja nichts machen. Ich muss glaube wieder hier zu dem Viech hinaus. Ist auch nichts mehr. Ah, hier gibt's noch Spinte. Hm. Okay, waren wir hier drin? Abgeschlossen, auf einem kleinen Schild steht Dr. Swansons. Was steht da? Büro ist. Ja, wir haben doch hier einen Schlüssel, oder? Ist jetzt aufgesperrt, ja. Genau, nice. Batterien, Fackeln. Was haben wir hier? Irgendein Fetzen. So. Skalpell. Was können wir noch mitnehmen? Also ein Vogel hier ins Hirn rammen. Mehr Batterien, wie viel haben wir eigentlich? 21 Stück. Muss man mehr Taschenlampe benutzen. So, geht das? Boring. Where's the games on this thing? So. Anekdote. Der Turngott-Virus, Arbeitsbericht, Heilmittel, Annabelle Swanson. Wenn Sie dies hier lesen, müssen Sie mich wohl nicht länger ertragen. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben werden, also sollte ich mich zumindest dafür bei Ihnen bedanken. Ich dachte mir, ich stelle mal für den Fall zusammen, dass es nicht mehr selbst vor Ort sein werde, um mich darum zu kümmern. Entschuldigen für die Formalität, aber das ist wohl die Macht der Gewohnheit.
Auszug. Der Zweck dieser Prozedur ist die Entwicklung eines einer Heilungsformel zur Stabilisierung der Infektion im Wirt und falls möglich ihrer vollständigen Abstoßung. Experimente haben gezeigt, dass Injektionen, die bis zu 50% des Gehirngewebes betreffen, die Infektion mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80% rückgängig machen können. In seltenen Fällen tötet die Mixtur sowohl Wirt als auch die Infektion. Ah, der Luxus, keine andere Wahl zu haben. Ausrüstung. Präparatmixer Typ ZX3V2 aus einem Präparations... Anne, was? Blablabla gebaut, keine Ahnung. So, Chemikalien. Ah, hier. Aceton, genau. Haben wir Chlor, haben wir Schwefel, haben wir Jod, Stickstoff, Brom. So, ziemlich wichtig. Ohne Brom wäre dies bloß das gute alte Rattengift. Okay, die Chemikalien werden automatisch in den oben angegebenen Reihenfolge aufbewahrt. Der wichtigste Zusatz ist Substanz 65. Wo ist 65? Ich habe den Zugang zu 12 und 67, mit denen ich unterschiedliche Erfolge hatte. 65 hat ähnliche, jedoch übertriebene Eigenschaften wie 67 und wurde jetzt kurz vor der Infektion entdeckt. Also könnte es immer noch mit dem Chemiker unter Quarantäne stehen. Ah, vielleicht der Raum, in dem wir vorhin waren. Wo der eine noch mit seinem riesen Schlauch auf dem Tisch lag. So, alle Chemikalien sollten ZX3V2 verbunden und in der angeschlossenen Reihenfolge aufbewahrt werden. Per Voreinstellung wird die Aufbewahrung automatisch vorgenommen und die Chemikalien können in beliebiger Reihenfolge in die Maschine eingegeben werden. Substanzen müssen in die Einfüllöffnung des Behälters eingegeben werden. Es ist essentiell, dass die Chemikalien in folgender Reihenfolge vermischt werden. Chlor, Aceton, Jod, Brom, Stickstoff und schließlich Schwefel. Beachten Sie, dass Sie dass die untere Tastenleiste aufgrund eines Herstellerfehlers über eine umgekehrte Tastennummerierung verfügt. Die äußerste rechte Taste ist die 4. Die Ziffern nehmen nach links ab. Okay. Nach erfolgreicher Mischung können Sie dem Wert abhängig vom Infektionsgrad bis zu 3 Milligramm infiziert werden. Anmerkungen. Alle Chemikalien ausrüsten sollten im Untersuchungsraum aufbewahrt werden. Aufgrund der viralen Aspekte mit einer physischen Schwächung des Wirts oder der Beeinflussung eines Teils seiner ursprünglichen Persönlichkeit zu rechnen. Der Endzustand des Wirts ist bis dato unklar. Diese nebulösen Prognosen kann ich mir jetzt nicht einfach abgewöhnen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass der Wirt einige virale Fähigkeiten behält. Telepathie, Erinnerung, vielleicht sogar die Fähigkeit, mit dem zentralen Nervensystem zu kommunizieren. Im Ernst, doch wenn wir kein Happy End geschafft haben, vielen Dank für den Versuch. Es hat mir viel bedeutet. This broad, we, sorry, you, kill her off. And she's still getting a lot of piss and wind from beyond the grave. That's about as likely to work as aromatherapy is to cure cancer. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwelche Diagramme, das sind wahrscheinlich die Versuche. Was haben wir hier? Transport nicht verfügbar, Überlebenswahrscheinlichkeit 78%. Was haben wir denn hier? Experimentstatus, Testobjekte, Schimpanse, 3 Laborratte, Mensch, Zustand unbekannt. Besucher durch das letzte neue Besucher vor einem Jahr, 2 Tagen. Letzte bestätigte Abreise vor 8 Tagen. Ins Abreisen letztes Jahr 31, ins Abreisen dieses Jahr 3. Ins Besucherjahr 1. Was ist das hier alles, was mir da... Systemprüfung, Lebenserhaltung, 33, Catering, Offline, Transport, Offline, Kommunikation, nur intern, Sicherheit, Offline, Rohrleitungen, 100, keine weiteren Infos. Ich suche Log nach aufgezeichneten Ereignissen. 21. August, Unfall 18C, Baubeginn, Bauabschluss. Ich schnalle jetzt hier gerade nicht, was uns das hier bringen soll, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist Schmuppechse? Passwort. Nein, was brauchen wir hier für ein Passwort? Ei, habe ich wieder geschlafen und was nicht gelesen, oder? Doorlocker. Luftschleuse. Ah, okay, das war hier dieses, jetzt muss ich aber hier mal kurz raus.
Ob ich hier ein Passwort vergessen habe. Gegenmittel, das ist klar. Shit, habe ich jetzt ein Passwort verpennt? Naja. Scheiße, man, habe ich jetzt hier ein Passwort verpennt, oder? Nein. Nein, das gibt's doch jetzt nicht. So, was sind wir hier noch? Nix. So, wir speichern hier direkt nochmal. So, also wir müssen nun als nächstes hier in diese... nochmal in das andere Chemielabor, wo quasi unser Freund mit dem riesen Lümmel auf uns wartet und diese Mixturen zusammen machen. Ja. Aber das seht ihr erst in der nächsten Runde von Let's Play Penumbra. Ich sag ciao mit au. Haut rein, Leute.